Das wichtigste Dokument eines jeden Pferdes ist der Equidenpass. Dieser ist in der Europäischen Union für alle Equiden vorgeschrieben. Die passausstellende Behörde ist für Sie als Hannoveraner Züchter der Hannoveraner Verband. Der Weg zum Pferdepass beginnt mit dem Deckschein. Dieser kann online über das Mitgliederportal Mein Hannoveraner erstellt werden. Sind Sie noch kein Mitglied oder ist die Stute noch nicht eingetragen, kann der Deckschein online über unsere Homepage oder telefonisch angefordert werden. Der Hengsthalter benötigt den Deckschein, damit er nach der Bedeckung die notwendigen Daten an den Zuchtverband übermitteln kann. Der Deckschein ist Grundlage für die Abfohlmeldung, die dem Züchter des Fohlens zum Beginn der Abfohlsaison zugesendet wird. Ausgefüllt wird die Abfohlmeldung vom Registrierbeauftragten des Hannoveraner Verbandes. Wenn Stute und Fohlen die Geburt gut überstanden haben, sollte binnen 28 Tagen der Hannoveraner Verband darüber online oder telefonisch in Kenntnis gesetzt werden. Hier können Sie schon gleich angeben, ob das Fohlen im Heimatstall oder bei einer Veranstaltung, zum Beispiel Fohlenschau, registriert werden soll. Möchten Sie Ihr Fohlen bei einem unserer Auswahltermine zur Pferdener Auktion vorstellen, haben Sie auch dort direkt die Möglichkeit, Ihr Fohlen registrieren zu lassen. Am Tag der Fohlenregistrierung sollten Sie die Abfohlmeldung Ihres Fohlens bereithalten. Das Fohlen sollte halfterführig sein, damit die Fohlenregistrierung für alle Beteiligten möglichst stressfrei abläuft. Der Registrierbeauftragte erfasst Farbe, Geschlecht und Geburtsdatum des Fohlens sowie die zur Identifizierung im Pferdepass notwendigen Abzeichen und Wirbel im Fell des Fohlens. Darüber hinaus werden zur DNA-Überprüfung einige Haare entnommen und an unser Partnerlabor geschickt. Bei dieser Gelegenheit haben Sie außerdem die Möglichkeit, weitere genetische Analysen, wie zum Beispiel die Grundfarben oder Aufhellungsgene, in Auftrag zu geben. Diese stellen wir Ihnen genauer in unserem Hannoveraner TV Genomische Services vor. Für die vollständige Kennzeichnung wird dem Fohlen noch ein Mikrochip auf der linken Halsseite injiziert. Als letzter Schritt der Fohlenregistrierung wird nach abgeschlossener Abstammungsüberprüfung mittels DNA in der Geschäftsstelle der Equidenpass ausgestellt und Ihnen zugesendet. Somit haben Sie die ersten erforderlichen Schritte im Fohlenalter gemeistert und können nun sorgenfrei die Zeit mit Ihrem Fohlen genießen.